Ja, erstmal hier. Herzlich moin moin. Das ist die Axt im Walde. Wir spielen The Forest. In der neuen Version von 037. Es kommt nicht oft vor. Da starte ich das Let's Play an für sich hier im Hauptmenü. Und wenn, dann hat das einen guten Grund. Ja, dazu begeben wir uns jetzt direkt in das Optionsmenü. Was ist denn eigentlich am Optionsmenü neu? Denn darum sind wir ja hier. Da gibt es erstmal den sogenannten, wie heißt das, die Umgebungsverblendung. So heißt ja die ganze Mechanik dahinter, die Technologie auch. Und es gibt hier den HBAO, den HBAO, ja, ist ein neuer Modus. Was auch immer zum Geier das eigentlich ausgeschrieben heißen soll, bitte im Internet nachlesen, da gibt es auch Vergleiche. HBAO versus SESSAO, ja, und mehr haben wir in The Forest nicht. Ja. Auf dem Markt gibt es natürlich endlos viele mittlerweile, was ich hier so festgestellt habe. Was ist denn die Umgebungsverblendung eigentlich? Das ist, ich habe das in den Patch Notes immer gerne bezeichnet mit Umgebungsbeleuchtung. Denn das ist es tatsächlich. Wir haben hier, ihr stellt euch das mal kurz so vor, wir haben hier einfach ein Modell von irgendeinem Gegenstand, ja. Mit vielen verschiedenen, ja, unterschiedlichen Zügen auf dem Gegenstand, der hier Tiefen und Höhen, so wie im Gesicht, ja, ein alter Mann, der hat hier Falten und das ist dann hier so eine Höhe und eine Tiefe auf der Textur, auf dem Modell. Und die Umgebungsverdeckung sorgt an für sich dafür, wie das Ganze von den Tiefen her beleuchtet wird. HBAO ist hier die neue Technologie, die die Entwickler hier in The Forest eingebaut haben. Die meinen so, läuft schneller. SESSAO ist das Standardzeug, ja, Legacy nennt man das hier auch so. Ich habe das mal mit HBAO einfach ausprobiert und was weiß ich. Ich habe da auch nicht auf den Unterschied geguckt, ich bin da ehrlich. Ja, einfach mal hier rein zum Spaß ein bisschen umstellen, gut ist. Ja. Guckt mal, ob ihr hier irgendwo optisch und auch von der Leistung hier ein bisschen was an Unterschieden erkennen könnt. Ich tue mir das nicht an. Wir schalten auch auf das Optionsmenü vom Gameplay und haben hier einen neuen Abschnitt, der heißt Kriechmodus, der Crouch Mode. Ja. Wir kennen das, Taste STRG standardmäßig belegt, ist auch hier zum Kriechen. Ich halte das Zeug gedrückt und kriech dann die ganze Zeit, solange ich das gedrückt halte. Die Entwickler sagen, nee, vor hier Hold halten ist nicht genug für die Spieler, die brauchen mehr. Darum gibt es hier Toggle, das ist hier umschalten. Ich drücke einmal auf STRG, ist hier gekrochen. Ich kann die Taste auslassen, ja, wird noch immer gekrochen. Wenn ich hier jetzt auf STRG nochmal drauf drücke für das Kriechen, krieche ich nicht mehr. Das ist Toggle. Ja, brauche nicht ständig gedrückt halten. Ja, der eine oder andere, der hier vielleicht ständig durch die Gegend kriechen möchte, ja. Dem gefällt das Toggle, definitiv. Ja, ich bleibe auf Hold. Das gefällt mir auch ganz gut. In den Control Settings, ja, wir sind noch nicht fertig. In den Control Settings gibt's hier Devices, auch ein neuer Abschnitt. Und genau mit diesem Punkt All Devices wird dem einen oder anderen vielleicht ein bisschen bewusst, auch ganz warm ums Herz, da die Entwickler eine neue Funktion eingebaut haben, hier die Eingabegeräte ein bisschen zu differenzieren. Viele kennen das, die haben ein Gameplay, ein Gamepad meine ich natürlich, ein Gamepad angehängt am Rechner oder ein Joystick oder hier ein Lenkrad. Ja. Und das wird dann fälschlicherweise zur Steuerung verwendet in The Forest, weil The Forest früher bisher, bis dato, standardmäßig einfach gesagt hat, nee, komm mal hier, wir haben einen Haufen Input-Devices, also Eingabegeräte, nehmen wir alle zusammen. Ja, und dann ist hier mit dem Lenkrad, das angehängt ist am Rechner, irgendwo ständig gebremst in The Forest. Ja, man kann sich nicht mehr vorwärts bewegen. Und der Joystick, der auch noch dranhängt, der sagt so, boah, du, ich habe einen leichten Hang nach vorne, deswegen bewegen wir uns immer irgendwo hin. Mache ich hier All Devices aus, kann ich mir aussuchen, was will ich eigentlich, wie das geht, weiß ich auch nicht. Ja.
Kann ich hier klicken wie ein Bekloppter? Ich weiß es nicht. Ich habe ja ohnehin immer All Devices. Ich weiß nicht, vielleicht kann man dann hier was auswählen, wenn anderes Eingabegerät außer Keyboard und Maus kommt. Weiß ich einfach nicht. Jo, und das hier an und für sich alles, was neu ist. Was habe ich denn jetzt gemacht hier? Nee, das passt so, ne? Genau, mit Cancel zurück. Bei mir ist hier kriechen auf Hold. HBAO habe ich hier mal drin. Einfach so. Ja, HBAO einfach so. Gut, Scherz beiseite. Wir starten auch direkt mal los. Und dann gucken wir uns die Neuerungen hier direkt im Spiel an. 12 Tage. 12 Tage, 9 Stunden, 32 Minuten. Ja, merkt euch das. So, da sind wir auch schon wieder. Angekommen im Spiel. Ja, diesmal hier ein bisschen woanders. Der eine oder andere weiß vielleicht, wo wir uns befinden. Nämlich auf der anderen Seite der Insel. Wir kommen zur Theoriestunde. Ja, das kommen wir mal vorher, bevor wir uns angucken, was ist denn tatsächlich neu in The Forest. Was wir uns auch angucken können. Und nicht nur drüber labern. Feuer- und Bluteffekte. Das ist mal ganz neu. Die Entwickler haben ja in dieser Version, ja, mehr im technischen Bereich. Natürlich, auch in anderen Bereichen. Ein bisschen was neu gemacht, aber auch im technischen Bereich. Und dazu zählen definitiv die Partikeleffekte. Die haben viel neu gemacht, ja. Feuer, Blut, Wasser, ja, ein Haufen anderes Zeug, weiß nicht, ja. Bitte auf jeden Fall nachlesen bei den Patchnotes bei uns in forum.survivetheforest.net oder auch beim Blog, ja. Nur survivetheforest.net. Mit DE oder EN davor, je nach Sprache. Auf jeden Fall Feuer- und Bluteffekte sind neu. Die Entwickler meinten auch, die Vergiftung durch Pflanzen und Blut. Das funktioniert endlich. Ich habe das nicht ausprobiert. Ist mir auch persönlich recht Wurst. Ja, ob hier jetzt irgendwelche Vergiftungen auftreten oder nicht. Das meiner Meinung nach braucht das noch ein bisschen. Nur weil die Entwickler hier in den Patchnotes ein bisschen was erwähnen, finde ich, heißt das noch lange nicht, dass es auch genau so funktioniert, wie sich das liest. Von daher, kommt Zeit, kommt Rat. Wir haben auch eine neue Mahlkreide von Timmy als Kunstgegenstand. Das ist jetzt nichts, was man hier aufnehmen kann, das ist einfach irgendwo, das rumliegt. Ich weiß nicht wo, ich würde es gerne wissen. Und hoffe, ich stolper da noch drüber. Einfach die Mahlkreide vom Timmy liegt irgendwo rum. Wir haben hier die Anzeige unten rechts für allerhand verschiedene Werte. Unter anderem auch die Rüstung, die hier außenrum mit dem gelben, sagen wir einfach mal Streifen, dargestellt wird. Und die Entwickler haben das jetzt ein bisschen umgeändert und gesagt so, no. Die Rüstungsanzeige setzt sich nun zusammen aus der vorhandenen Rüstung, die man angelegt hat, sowohl als auch durch den Kälteschutz. Ja, das heißt, zu Hasenstiefel und dergleichen werden hier in die Anzeige der Rüstung mit einbezogen. Das haben die auch neu gemacht. Irgendwie mit den Vögeln hat's hier was seit der letzten Version, ne? Die kommen hier immer ins Bild geflogen. Finde ich aber ganz gut. Es ist eine willkommene Abwechslung und ich denke mir, das Spiel will auch ein bisschen interaktiv mitmachen. Aber davon vielleicht später noch mehr, ja? Die Entwickler meinen dazu noch, umso länger man hier im Spiel rumkreucht, fleucht, fliegt, weiß nicht, stolpert, in Höhlen reinfällt, stirbt und was weiß ich, umso eher ist die Chance hoch. Es war wieder ein Vogel, dass hier das Flugzeug von Moos bedeckt wird. Ich habe das hier einfach mal ausgetestet und mir gedacht, so komm, wir drehen die Zeit voran und spielen auch mal ein bisschen auf eine lange Sicht hin. Hatte hier 26 Spieltage hinter mir. Ja, ich kann da jetzt nicht so wirklich einen Unterschied feststellen zwischen dem Tag 0 Absturzflugzeugwrack und dem Tag 26 Flugzeugwrack. Kann ich nicht. Das sieht für mich gleich aus. Ja, vielleicht habe ich mich hier irgendwo vertan. Vielleicht wird das auch noch. Man weiß es ja noch nicht.
Was mir ein bisschen hier nicht so ganz in den Kram passte, da wird der gute Philipp aka Soul Drinker noch anpassen, nachpassen, nacharbeiten. Hoffe ich mal wollen. Denn genau diese Funktion aus der Mod AP, ja, bezüglich des Wetters. Clear Weather für eben reines, freies Wetter. Frei wolkenlos, ja, mit bewölkt, leichter Regen, mittlerer Regen und richtiger, ordentlicher Sturmregen. Die funktionieren nicht. Warum mich das ein bisschen nervt in dieser Version, ist genau ein wichtiger Grund. Die Entwickler sagen, jetzt haben wir Schnee und das nicht auf dem Boden, sondern statt Regen in den Schneegebieten, die sich ja hier oben befinden. Die Schneegebiete, wo alles schneebedeckt ist. Regnet es, begibt man sich in das Gebiet, gibt es statt Regen Schnee. Ich hätte mir das gerne mal angeguckt. Oh, in den ganzen 26 Spieltagen, die ich mal ausprobiert habe, gab es keinen einzigen Tag Regen. Geschweige denn Schnee, natürlich. Ja, finde ich schade, finde ich wirklich ein bisschen schade. Aber das wird noch. Ich denke mal, das wird hier wieder ein bisschen wie Weihnachten. Und das fast im wortwörtlichen Sinne. Ja, ohne Geschenke in dem Fall. Zum Auspacken. Außer es ist wieder ein neues Update mit Patch Notes und allem drum dran, dann kann man die auspacken. Ja. Auch neu in diese Version eingebaut, leider aber von mir noch nicht gesehen, noch nicht gefunden. Die neuen Passagierleichen, das sollen jetzt Rechtsanwälte sein. Ja, hier mit Koffer und Kanzleibrief, mit allem drum und dran, das heißt, die können dich selbst, wenn sie tot sind, noch immer verklagen. Ja, das soll neu sein. Und nun kommen wir zu dem, was ja tatsächlich eigentlich neu ist. Wir gucken hier in das Überlebensbuch und die Entwickler meinen, hier bei den Tabs, die Nummerierungen sind besser lesbar gemacht. Ja, finde ich auch, ne? Früher konnte ich das nicht mal richtig erkennen. Dachte ich mir so, ja wunderbar, klappt ein Reiter nach dem nächsten aus mit ein bisschen Gekritzel drauf? Ja, jetzt lassen sich die Zahlen gut ablesen, das gefällt mir gut. Ja? Ja, und dazu neu. Das ist jetzt hier ein ganz wichtiger Punkt. Ich möchte hier wirklich davor warnen, dass ich gerade jetzt gleich eben in Kürze dabei bin, hier neuen Inhalt aus der Version 0.37 zu spoilern. Wer das hier nicht sehen möchte, ich möchte das aber hier zeigen, denn das gehört zu Was ist neu in The Forest, möchte jetzt in wenigen Sekunden. Ja, einfach mal kurz weggucken. Ich lege auch ein bisschen so ein YouTube-Element mal drüber, der das klare Einsehen des neuen Elements verhindert. Und das Ganze in 3, 2, 1. Hier in den Notizen gibt es ein neues Magazin zu finden. Und wenn wir uns das mal angucken, und dabei im Kopf behalten, dass das ein Magazin ist, das es zu finden gilt auf einer Insel, auf der wir abgestürzt sind, und mit ziemlicher Sicherheit, sag ich mal, vorher noch nicht waren. Genauso wenig wie unser Timmy, der war ein bisschen hier, weiß nicht, ist eher indisch als schwarz, ja, indisch aussieht, aber das ist hier die Spielfigur. Und dann haben wir hier auch noch die Überschrift, ja, die Frau des TV-Stars stirbt. Und noch viel mehr. Ja? Hier eine Schlagzeile direkt darunter, von wegen der tragische Unfall hier komplett aufgerollt. Ja, und darunter hier eine Diät für den Sommer. Lose, man weiß es nicht, ja, vielleicht half your weight, ja, weiß nicht, halbes Gewicht verlieren. Das ist ja mal komplett Wurst. Aber das darüber, ich finde das, ich muss das ganz ehrlich sagen, exklusiv noch dazu, ja. Ich finde das schon ein bisschen kontrovers. Ich bin wirklich ja gespannt, was noch kommt. Das neue Magazin, das ist auf jeden Fall ein Burner. Hier direkt mal wieder zu. Ja, dir, ja, warte mal. Oh, ich habe ein Magazin in der Hand, das auch. Ja, das wollen wir nicht, das Magazin. Ich stelle auch mal ganz kurz die Zeit hier auf dem Wert, wo sich wieder zu Tag gut blicken lässt. Und wir kommen zur ersten Tätigkeit, die wir hier vollführen.
Das ist hier der Medizinschrank. Ja, der Medizinschrank, wir kennen ihn, das an und für sich nichts Aufregendes. So weit von der eigentlichen Thematik, die Entwickler haben aber gesagt, wir spendieren dem ganzen Teil einen neuen Regalboden. Im Überlebensbuch sieht er aus wie immer. Ich packe auch mal die Blaupause hier aus. Die sieht aus wie immer. Ich papp das hier dran. Sieht noch immer aus wie immer. Und jetzt bauen wir das erstmal hier. Ja, Holz schon vorbereitet, ne? Lustig. Ja, wer konnte es auch anders erwarten beim Let's Play von mir. So. Ja, und pardauz wie dies, hier ist ein zweiter Regalboden drin. Schick. Ja, das heißt, wer hier mehr deponieren will, das kommt dem Ganzen auch im Multiplayer zugute. Ja, da kann das jetzt machen. Übrigens, Multiplayer, wo wir es gerade ansprechen. Ja. Haufen Änderungen. Ohnehin. Haufen Änderungen bei Tön. Wirklich. Haufen Änderungen. Also, ich sag mal, lohnt sich ein bisschen durch die Patch Notes durchzufahren. Durchzulesen. Wie auch immer. Ich habe hier im Inventar bei mir einen schwachen Speer drin. Ja, den kennen wir alle, den üblichen, ganz normalen Speer. Und die Entwickler sagen, man nimmt hier zwei Stück Stock und kann einen schwachen Speer machen. Ja. Geht nicht, ne? Geht nicht. Ich kann auch nicht hier den vorhandenen Speer irgendwie aufrüsten. Kann ich auch nicht. Da steht auch nur, ich kann aufgerüsteten, also ein Upgraded Speer machen. Ich kann hier zum vorhandenen schwachen Speer. Kann ich hier mehr Geschwindigkeit, mehr Schaden, mehr geht nicht, ne? Ja, warum? Ich nehme den Speer, hab den in der Hand, leg den auch mal auf den Boden und pack mir dann noch mal hier zwei Stück von diesen Stöcken hin. Und plötzlich erscheint hier schwacher Speer. Genau, richtig. Habe ich einen schwachen Speer, kann ich nicht noch einbauen. Da ist er. Ne? An der gleichen Stelle wie der andere. Wie auch anders zu erwarten, ne? Das ist neu. Ja, den kann man hier direkt mal bauen. Hier drüben, hier ist ein Hai. Die sehen auch immer schicker aus, finde ich. Ja, vor allem sehr tot. Habe ich auch mal eine Steinwand gebaut. Warum habe ich diese Steinwand gebaut? Weil die Entwickler sagen, jetzt mit dieser Steinwand ist es möglich, Böden und Dächer, ja, also diese Dächer und diese Böden, als Untergrund für diese, nee, andersrum, die Steinwände als Untergrund für die Dächer und die Böden kann ich verwenden. Das funktioniert auch, ja. Ich gehe hier ran und dann wird mir hier automatisch vorgeschlagen. Da machst du. Ich drück mal E und sag so, ja, das sieht aber wirklich schick aus. Irgendwie schon, ja. Über diese Art und Weise lässt sich definitiv das eine oder andere Gebäude realisieren, das es bisher so noch nicht gab in The Forest. Ja, ist auch eine Neuerung. Ja. Ach, wer weiß, was damit anzufangen ist. Aber der Kreativität sind ja im Endeffekt gar keine Grenzen gesetzt. Bevor wir hier zu den letzten wirklich wahnsinnig guten Neuerungen kommen, springen wir ein bisschen und wir gucken uns was anderes an. Und ich sag mal, nee, warte mal, das weg hier. Damit die Anzeige links unten hier nicht mehr vorhanden ist für, mein Gott, du brauchst noch vier von diesen Baumstämmen. Und ja, ich mach mich auf den Weg. Wir sehen uns in Kürze. Wir müssen eigentlich gar nicht, aber wir werden woanders hinspringen. Ich zeige euch mal was Schönes wieder. Bis gleich. Ja, wir befinden uns hier auf dem Weg zum Segelboot und in der Zwischenzeit auf dem Weg überhaupt hier an diese Hauptbucht ist mir eingefallen, die Entwickler meinten, tote Bäume lassen sich jetzt auch abholzen und geben auch Baumstämme ab. Ich weiß nicht, welche diese toten Bäume sein sollen, denn diese toten Bäume, die ich probiert habe, die sind es nicht gewesen. Ja? Wer weiß. Wenn euch dazu was einfällt, gebt mir bitte Bescheid. Würde mich echt interessieren, was hier los ist. Und ja, das sieht ja hier schon anders aus. Ja? Dem erfahrenen und, sag ich mal, Forest-Spieler, der ein bisschen Auge für hat, der sieht hier, das sieht hier schon anders aus. Und auch hier, wenn man drauf kommt, das sieht hier sofort anders aus. Alleine schon, weil wir hier zwei Steuerräder haben und ich weiß nicht, wofür das eigentlich von der Logik her gut sein sollte.
Ja, wenn wir hier einen Segelbootfahrer unter uns haben, auch hier, bitte geben mir Bescheid. Das würde mich echt mal interessieren, für was das hier gut sein sollte. Ja, auf jeden Fall, das sieht anders aus. Das sieht anders aus. Die haben die Inneneinrichtung und die Außeneinrichtung haben die anders gemacht. Hier zum Beispiel könnte ich mir direkt von innen auch hier die Kassette rausnehmen. Ja, spiegelt wunderbar. Ein Rettungsring direkt mal weg. Und auch hier. Spiegel, das kann ich nicht rein, gibt's aber nichts zu tun. Wenn es da drin was zu tun geben würde, würde das auch durch das hintere Teil hier gehen. Wir gehen mal rein. So, geduckt. Ja. Und man sieht auch da, das sieht alles ein bisschen anders aus. Ja, man will nicht sagen, das ist moderner. Ja, moderner ist was anderes. Und bevor wir hier die Milchpackungen nehmen, ja, haben wir hier so Fetzen, hier Papierfetzen auf dem Tisch liegen. Ich habe mir das ein bisschen angeguckt, ja, so genauer mit ein bisschen Vergrößerung, um rauszufinden, was könnte das vielleicht sein. Ich denke mal, das ist hier vorerst einfach nur ein bisschen wirr zusammengelegtes Zeug, das eigentlich noch keinen tatsächlichen Zusammenhang hat. Ja. Ja, hier hinten sieht auch alles gleich aus oder ähnlich oder neu. Zu neu ist nicht. Ja, auch hier. Na, aber das sieht hier schon mal ganz anders aus. Da draußen sieht das ohnehin anders aus. Jo. Und das war's auch. Darum verziehen wir uns jetzt wieder direkt dorthin, wo wir hergekommen sind. Denn da habe ich noch etwas, was ich euch zeigen möchte. So, wir sind hier auch wieder angelangt, wo wir vorher eigentlich gewesen sind. Und hier ist ja, ich sag mal, hier das Eldorado von den Wasserfällen. Genau die gucken wir uns an. Ich habe hier zu Anfangs erwähnt, es gibt hier neue Feuereffekte, neue Bluteffekte. Und das Ganze ist hier begründet auf neuen Partikeleffekten. Wenn man hier so wie ich sag mal, fast hier wasserviel ist, ja, und von so wunderbar Wasserzeug einfach nicht genug kriegen kann in Spielen, der wird sich hier zu Tode freuen, würde sich. Wir haben hier nämlich wirklich schöne, nette neue Effekte, die kann man direkt erkennen, ja. Ich sag mal, gut, der eine oder andere wird sagen, nee, das ist gar nicht so viel oder mir fällt da nicht auf. Ja, lass ich gelten, das ist kein Ding. Aber guck mal hier oben bitte. Ich meine, was ist denn hier los, ja? Was ist denn hier los? Das ist ja wunderbar, wie das hier runtertropft, runterläuft. Ich kann mich hier nicht satt sehen. Ich meine, gut, kann ich schon. Ich stelle mir vor, das ist doch ein bisschen schicker, noch um ein kleines Teilchen. Und auch hier kleine Passagen. Denn das findet ja nicht überall statt. Ja? Also, das heißt überall. Hier, auf jeden Fall. Ja, auch. Aber es gibt hier so Bereiche. Wo sind die? Ja. Hier zum Beispiel, ja, bei diesen kleinen Vorsprüngen kann ich mir auch vorstellen, dass das so runterläuft. Oder hier bei diesem Vorsprung. Oder bei auch diesem hier. Da kann ich mir auch vorstellen, dass das so runterläuft. Das haben die Entwickler hier nicht eingebaut. Hier nicht an den kleinen Stellen. Aber an den großen Stellen ist das so schick anzugucken. Gehen wir noch ein bisschen ein Stück weiter rauf. Was wird uns hier geboten? Gucken wir erstmal. Hier. Oh Mann. Oder? Hier Axt auch mal abgelegt. Oder? Ich meine, oder kommt. Ja? Hier gibt es nichts mehr zu sagen von meiner Seite. Das ist schick. Das ist tatsächlich, ist das schick. Mir gefällt das gut. Hier läuft's auch raus wie aus Bächen und das auch diesmal im wahrsten Sinne des Wortes. Oh Mann. Können wir uns auch ein bisschen hier angucken oder auch nicht, weil ich abrutsche. Hier, so. Ja, sieht nicht mehr so schick aus, ne? Aber das macht ja nichts. Man muss das Zeug hier nicht bis ins letzte Teil zerlegen. Einfach nur angucken, feststellen, so gefällt mir das und gut ist. Die Wildsau, die treibt hier auf durchs Wasser gerade, ne? Ja. Mann, oh Mann. Und definitiv, ja, sag ich mal, die allerbeste, allergrößte Neuerung hier in dieser Version von The Forest 0.37 ist definitiv ganz ohne Zweifel die Möglichkeit,
dass hier das Aufrüsten, das Upgraden von Gegenständen. Ich habe hier kein Baumharz. Wie kommt das denn? Ja, auf jeden Fall das Aufrüsten, das Upgraden von Gegenständen ist hier massiv verändert worden. Und ich gehe auch mal gerade hier kurz ein bisschen Baumharz besorgen. Sind wir gleich wieder hier, ja? So, wir sind hier auch zurück. Jetzt mit dem Baumharz, ja? Und wir führen das auch gleich mal vor, wie das neue Upgrade-System eigentlich funktioniert. Bisher ist das ja so gewesen, ich nehme hier einen Gegenstand, klappe ein bisschen Baumharz drauf und sag so, so, ich will jetzt hier, was weiß ich, Geschwindigkeit für die Axt mit Federn. Leg das hin, bekomme ein Zahnrad und sag so, ja, das will ich. Ja, komisch, ne? Sieht gleich aus wie vorher. Das ist nämlich das Geniale an der Sache. Das funktioniert hier komplett gleich, da ist nichts verändert worden. Das heißt, all jene, die die Spielemechanik beim Upgraden, die Upgrade-Mechanik bereits kannten, müssen sich hier nicht umstellen. Und das finde ich mal gut, da haben die Entwickler mitgedacht. Ja? Ich bestätige das jetzt und genau jetzt kommen wir zur neuen Neuerung. Hier steht das Rotate Using Movement Keys. Das heißt, genau mit diesen Tasten, mit denen ich mich bewege, WASD standardmäßig belegt, kann ich hier die Axt, in dem Fall, den eigentlichen Gegenstand, ein bisschen drehen. Ja, das ist jetzt hier Taste, was ist das? A und D. Und mit S und W kann ich das in die andere Richtung drehen. Ja, wozu ist das gut? Das kommt erst ans Tageslicht, wenn ich hier die Maus nehme, die Maus, und ich bewege die hier drüber, ja. Und genau dort, wo hier dieser komische Strahl auf die Axt drauf trifft, kann ich mir hier selbst bei jedem Gegenstand, den ich hier im Inventar mit irgendwas anderem upgraden kann, aussuchen, wo soll denn das eigentlich platziert werden. Ja, ich kann jetzt hier unten so eine Pappenfeder drauf machen, ja, und draufgepappt ist die. Und Federpappe, Pappenfeder, was auch immer. Das mit, ja, der Positionierung oder dem Winkel, wie jetzt der neue, dran zu pappende Gegenstand angebracht wird, ist wieder eine andere Frage. Das lässt sich, denke ich, vorerst noch nicht kontrollieren. Und ihr merkt das, ich habe hier eine Feder genommen, ein Baumharz, eine Axt. Und das interessiert das neue Upgrade-System nämlich so richtig gar nicht. Es sagt einfach, du hast jetzt gesagt, du willst das machen. Wie viel du davon machst, das überlasse ich dir. Ich gebe dir die Möglichkeiten, alles, was du in deinem Inventar hast, zu verwenden. Was du draus machst, bleibt dir überlassen. Ja, finde ich schick. Ich papp das hier mal dran. Ich denke, hier unten wird man, ja doch, das sieht man im Spiel. Mit ein bisschen Blocken vielleicht, ja. Und ich sage jetzt gut, mir reicht das. Ich habe hier genug mit zwei Federn und drück hier die rechte Maustaste, ja, die linke Maustaste ist hier zum Anbringen von dem jeweiligen Zutatsteil. Und rechte Maustaste lege ich das ab. Ja, nee. Ja, wohl nicht. Oder doch? Nö. Wohl nicht. Ja, doch. Hier. Sieht man. Irgendwo. Irgendwie. Ja. Die Federn sind auf jeden Fall hier unten dran. Das ist ein bisschen irreführend. Die werden auch hier nicht angezeigt. Ich nehme jetzt nochmal hier die Axt. Nochmal ein Stück Baumharz. Und diesmal ein Zahn. Ich sag hier wieder, bestätigen. Und das ist ja die Seite, ist das die Seite, die wir im Spiel sehen? Ja, genau. Darum sage ich hier, jetzt geht's mit den Zähnen los. Ich mache mir hier so ein ganz schickes Muster drauf. Ja. Nicht mehr irgendwo, sondern einfach so, wie ich das gerne haben möchte. Ja, hier rechte Maus. Alles weggenommen. Ja. Wieder die Axt ausgewählt und die Zähne sind hier dran gepappt, genauso wie ich die dran gepappt habe. Das nenne ich mein Upgrade-System. Ja, danke Entwickler, so muss das. Federn, Zähne, Federn, Zähne. Schick, oder?
Ja, lässt sich natürlich hier ein ganzer Haufen, nee, das ist auch das Falsche, ein ganzer Haufen hier an verschiedenen Dingen bewerkstelligen. Ich kann auch hier jetzt vorne dran, ich kann auch einen quasi einen halben Indianer aus meiner Axt machen, ja, indem ich hier so lauter komische Federn hier oben dran pappe. Ja, und oh, das ist der Grund. Ihr seht das, das wird ein bisschen abgeschnitten. Und das, was hier liegen bleibt, ist an und für sich dann das, was ich noch habe. Wenn es nicht schon aufgebraucht ist. Scheint auch hier die letzte Feder zu sein. Da drüben ist keine mehr drin. Hier liegt noch eine. Baumharz habe ich ohnehin genug. Ja, jetzt, nachdem ich das gesammelt habe. Ist gut. Und hier sind wir. Das ist Häuptling, weiß nicht. Weißer Zahn, abgerissener Zahn, Häuptling, Axt, Zahn. Ja. Ja. Upgrade-System, gefällt mir gut. Und wir springen auch wieder. Wir springen jetzt genau noch ein letztes Mal. Ich zeige euch noch was Lustiges, was mir hier aufgefallen ist in The Forest. Und ich weiß gar nicht mal, ob das mit der neuen Version zu tun hatte. Ich fand es einfach nur lustig. Nee, das hatte nicht mit der. Das war hier in der letzten 36, auch schon wahrscheinlich davor. Wir gucken uns das an. Bis gleich. So, mit unserer Indianer-Axt sind wir hier angekommen in der Nähe des Cockpits. Darum dreht sich's nicht. Ich möchte einfach nur, dass ihr wisst, wo wir uns ungefähr befinden. Ja? Nämlich hier direkt beim Steinbruch. Und ja, da gab es natürlich in den vergangenen Versionen einige Veränderungen. Hier liegen überaus große Felsen rum. Und gerade wenn man hier hinkommt, denkt man sich, oh Mann, was denn hier passiert, ja? Stehen die Felsen eigentlich Kopf? Ja? Lauter große Felsen. Ja. Oh, da fällt mir was ein. Da fällt mir hier was ein, was ich vergessen habe zu erwähnen. Diese neuen Wasserpartikel hier. Ja, diese Effekte, die zu sehen sind. Hier ist übrigens ein Wasserfall ohne Ton. Kann das sein? Ah, ich denke mal wohl. Ja. Gut. Diese neuen Partikel, die sind nur bei den Wasserfällen auf der Außenseite verfügbar. In den Höhlen gibt's das nicht. Die haben die noch nicht. Ja. Ja, und zurück zum Thema. Die Felsen hier. Ja, ist eine nette Sache. Wirklich wunderbar, super schick. Nur dieser eine Felsen hier, der macht mir ein bisschen Kopfzerbrechen. Der steht auch so, ganz oben, auf einem kleinen Hügel, ganz alleine hier. Eigentlich auf dem Kopf. Auf der einen Spitze hier. Der steht hier ganz alleine hier so auf den Kopf spitz gedreht. Ich meine, ja, ich finde das wirklich lustig. Ja, wobei sich natürlich die Frage stellt, inwiefern hätte das vielleicht mit der Story zu tun? Und wer hier das letzte Höhlen-Special gesehen hat von mir, ja, der weiß, das ist nicht das einzige dieser Felsen, das vielleicht zur Story, von der wir eigentlich kaum was wissen, in The Forest wirklich maßgeblich beitragen kann. Ja, Fels, Höhlen, Höhlentür, man weiß es nicht. Was ich weiß, ist, dass so ziemlich die ganze Community auf dem Kopf steht, weil ihr wissen will, was ist hier hinter der großen Tür, hinter eigentlich der kleinen Tür geplant. Lassen wir uns überraschen. Ja, ich sag mal tschüss, bis zum nächsten Mal, weil wir sind hier mit den Neuerungen für The Forest in der Version 9.37 heute durch. Haben hier eine schicke Indianer-Axt gebastelt. Und wie ich anfangs erwähnte, 12 Tage, ein paar Stunden, ein paar Minuten und auf die Sekunde kommt es dann auch nicht mehr drauf an. Es dauert immer lang, bis wir uns wieder hören, bis wir uns auch wieder sehen. Ja, und ich sage danke fürs Zugucken. Danke auch vor allem an all jene, die hier bei den Videos kommentieren, ganz egal aus welchem Grund. Positive, negative Kritik, ja, her damit. Das macht ja an und für sich das Miteinander aus und dafür sage ich mal danke, auch im Generellen. Bis zum nächsten Mal. Das war die Axt im Walde. Das ist meine Indianerzahn-Weiß-Federaxt. Tschüss.